Herzlich willkommen zu Hallo Homeoffice. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, mit einem kleinen Formatexperiment, das wir das Geheimrezept nennen. Denn ihr seht schon, ich bin in meiner bestens ausgestatteten Küche und ich habe sämtliche Ingredients hier, sämtliche Zutaten, eine Zutatenliste. Die habe ich bekommen von keinem Geringeren als Nils Bohmhoff und der wird mich heute coachen. Der wird mich zu diesem Gericht führen, wird das alles beäugen. Schönen guten Abend, Nils. Einen wunderschönen guten Abend. Bin ich noch gemutet? Nee. Na, was geht ab, Linkschi? Was, also ich hatte ja heute schon ein bisschen zu tun, die Sachen alle zusammenzukriegen. Da sind einige Zutaten dabei, die ich noch nie in dieser Wohnung benutzt habe, sage ich ganz ehrlich. Mascarpone zum Beispiel. Ja. Walnüsse. Aber ist doch geil, das könntest du dir mal auf Firmenkosten den Kühlschrank voll machen. Naja, das hätte ich vielleicht machen sollen, habe ich aber nicht. Egal. Wollen wir mal schauen, was du. Du hast dir ein Rezept für mich überlegt. Ja. Was hast du dir denn genau überlegt? Also es muss ja auch in der Zeit machbar sein, die wir haben. Wir haben eine begrenzte Sendezeit. Normalerweise, wenn ich koche, nehme ich mir immer sehr viel Zeit, weil ich finde. Das gehört dazu. Die Zubereitung ist noch schon quasi Teil des Rituals. Und deswegen fallen sehr viele Rezepte weg. Aber heute machen wir was sehr, sehr Leckeres. Und zwar machen wir Spaghetti mit Gorgonzola und Spinat. Beziehungsweise, du hast ja keine Spaghetti, sondern was hast du da? Ja, Penne. Penne, ne? Penne mit Gorgonzola und Spinat. Normalerweise mache ich da gerne auch noch Garnelen zu. Ja. Aber du wolltest keine Garnelen, deswegen gibt es die nicht. Ich bin da gerade emotional gerührt. Ich habe gerade noch die Erde bei Nacht gesehen mit einer Garnele, die in so einem Fluttümpel überleben musste gegen die Kräfte von einem Seestern und zwei Einsiedlerkrebse. Und das hätte ich wahrscheinlich emotional gerade einfach nicht übers Herz gebracht. Was für Sachen an? Das ist bedenklich. Das ist gut. Wir schauen mal kurz, wir machen mal den Zutatencheck, würde ich sagen. Nils, ich zeige mal, was ich heute alles geholt habe. Ja. Und du sagst, ob das passt. Hier Knoblauch haben wir. Ja, sehr gut. Dann, das sollte eigentlich Dings sein. Wie heißt das? Parmesan gerieben, ist sowas Ähnliches. Ja, in Ordnung. Die Nudeln, wie eben gesagt, hier Walnusskerne. Mhm. Keine Ahnung, was ich mit den anderen 170 Gramm mache, aber 30 Gramm brauchen wir. Essen, ist lecker. Okay, Milch. Dann Muskatnuss. Ja. Gemahlen allerdings. Verwende ich zum allerersten Mal. Und ich habe gehört, dass man durch zu viel sterben kann. Ist das richtig, Nils? Ja, das ist völlig richtig. Das macht ja auch Teil des Charmes aus. Das ist wie Kugelfisch essen. Ich würde Nils auch zutrauen, so perfide mich meine eigene Henkersmahlzeit zubereiten zu lassen in der Debütfolge und zu sagen, dann ist es doch. Wir haben noch Zwiebeln genommen, weil die sind ein bisschen geiler, sagt man ja immer. Pfeffer, dann ein Weißwein. Ja, hoffentlich so einen schönen billigen genommen, ne? Das ist das Riesling 2018, ja. Kennst du dich auch mit Wein? Hast du so einen Go-To-Wein? Ich kenne mich sehr gut aus mit Wein, ja. Also es gibt zum Beispiel roten und weißen. Gut. Und, achso, das hier habe ich noch. Das habe ich substituiert. Chilischote. Habe ich einfach durch Paprika rosenscharf substituiert. Ist okay. Also, eigentlich macht man da eine ganze mit rein. Und du machst auch super scharf, ne? Ist schon sehr geschmacksintensiv. Knoblauch, Zwiebeln, Chili. Gorgonzola vor allen Dingen auch. Gorgonzola, ach ja, wo habe ich den eigentlich? Gute Frage. So, haben wir hier natürlich. Gorgonzola und Mascarpone haben wir auch noch. Okay, nice, Mann. Vorbereitet. So, ich glaube, das war's. Dann machen wir uns ein Würstchen da heiß. So, Herr Bohmhoff, wie fangen wir denn an? Ihr könnt übrigens zu Hause natürlich, wenn ihr die Zutaten alle da habt, wir haben die vorhin auf Twitter gepostet oder gerade das Video guckt, seht ihr die ganzen Zutaten nochmal und könnt natürlich auch gerne mit kochen oder wenn ihr was ganz anderes machen wollt, könnt ihr das auch machen. Wir checken das unter dem Hashtag RBTV, was ihr da so brutzelt. Nils. Genau, also jetzt fängst du mal an mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Ne? Weißt du Bescheid? Machst du mal schön fein würfeln.
Ihr habt ja wahrscheinlich keine Knoblauchpresse. Ja, natürlich nicht. Eine Knoblauchfresse, aber keine Presse. Musst du das manuell machen. Du weißt, wie man Knoblauchzehen gut aufkriegt? Einmal, hast du ein langes Messer oder so? Ja, perfekt. Dann pool da mal Knoblauchzehen raus. Dann zeige ich dir das mal. Zwei Stück, ne? Popelst du mal aus dem Kranz, aus dem Knoblauchkranz. Noch nicht schneiden, nur das Netz aufmachen, ne? So. Drück dich mal kurz runter. Ja. Für mich ist das eine Qual. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe mega Hunger. Bin noch nicht wirklich zum Essen gekommen heute. Und jetzt dir das anzuleiten und dann selbst nicht essen zu dürfen, das ist total bescheuert. Ja, das ist das einer deiner Lieblingsgerichte oder hast du das einfach simpel gewählt für mich? Beides. Also ich esse das häufiger, wenn ich irgendwo auswärts esse und die haben sowas, esse ich das immer sehr gerne. Zum Beispiel, ich weiß ja, es gibt ja irgendwie so einen Trend, dass man sich über Vapiano lustig macht, ne? Diese Restaurantkette. Ja. Aber es gibt tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, woher das kommt, ob die irgendwas gemacht haben, was politisch nicht in Ordnung ist und man sollte sie deswegen boykottieren, aber jedenfalls war ich Papa da. Und die haben auch so leckere, wirklich, kann ich sehr empfehlen, Spinat mit Gorgonzola so in so einem Bock irgendwie gemacht. Das ist sehr, sehr lecker. Und deswegen probieren wir das jetzt mal heute per Fernsteuerung. Ich habe das bei mir zu Hause noch nicht so oft selber gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, alle anderen Sachen, die ich mache, das überfordert dich auch. Und das dauert zu lange und dann ruinierst du das. Und da sind teilweise so teure Zutaten bei. Ja, friemel da mal den Kladderadatsch so ein bisschen ab. Zwei Zehen brauchen wir, ne? Die ist ja riesig. Ist das eine Zehe? Die sieht riesig aus. Ja, ne? Das ist so eine... Was ist denn das für eine genmanipulierte Knoblauchzehe? So, und dann jetzt leg die mal auf dein Brett. Jetzt nimmst du das Messer mit der flachen Seite. Nee, flache. Nochmal 90 Grad so. Auf die Knoblauchzehe rauflegen. So wie. Ja? Und jetzt haust du da einmal richtig drauf. Einmal habe ich gesagt. Also soll ich vielleicht nicht auf dem Herd machen? Nee, das war's ja schon. Das reicht. Ist doch schon gut. Jetzt pull sie mal ab. Ja, da ist ja gar nichts passiert jetzt. Ja, du kannst auch drücken. Wenn dein Schlag nicht gut ist, dann drück mal. Also die soll schon breiig werden jetzt, ne? Nein, nicht breiig werden. Jetzt drück einmal, dann geht sie besser auf. Ja. Ja. Merkst du? So sieht das jetzt aus. Komplett zerfetzt. Ja, ist doch gut. Okay, das mache ich mit der zweiten auch oder reicht uns die eine, weil es so eine große ist? Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe dir jetzt auch die Dosierung von vier Personen, vier Portionen, aber ist nicht schlimm. Ich bin davon ausgegangen, dass du zu Hause auch so eine Art Kommune hast. Also du hast ja auch einen gewissen Ruf, die erarbeitet. Und ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass du alleine zu Hause selten bist. Ja, das stimmt. Ja, aber ja, die meisten essen natürlich gerne noch Happy Meals und sowas. Ist das ein unter Gänsefüßchen Happy Meals oder? Ja, genau, ja. Weil du auch gerade auf deinen Schritt gefilmt hast, hätte das gut gepasst. Ach so, sorry. Also wenn die recht groß ist, das reicht dann, nimm eine nur. Und ja, dann musst du mal kleiner machen? Ja, würfel die mal bitte. So? Ja. Schönen Würfeln. Ja, sie müssen die Finger schneiden, das ist live, ne? Ja, ich roll die Finger ein. Kannst du ein bisschen weiter Richtung deines Schrittes würfeln, dass die Leute das besser sehen? So, eieiei. Okay. Ja. Mhm. Ja. Finde ich ganz gut. Dann pack dir das mal irgendwo hin, wo es nicht stört, auf den Teller oder so. Ja. Und dann machen wir danach die Zwiebeln. Ne? Hat mir übrigens gestern an der Fischkonserve eine Wunde in den Daumen zugezogen und das brennt jetzt schon ordentlich in der Wunde drin.
Ja, das kenne ich, das ist immer das Beste. So. Das ist immer das Beste. So, dann machen wir eine schöne Zwiebel jetzt. Oh nee. Ja, schön richtig würfeln und alles. Ja, sorry, du. So. Musst du. Ja. Das klingt schon mal. Reicht, gut. Oder? Ja, reicht. Also, ich habe dir jetzt ein bisschen viel Zutaten gegeben, warte mal. Aber das ist nicht schlimm. Mach mal so eine Dreiviertel-Zwiebel, würde ich sagen. Ich kann auch eine kleinere nehmen und die dafür ganz. Ja, dann sonst. Nee. Mach mal die Hälfte von der, die du da hast. Das ist schon echt viel. Die ist ja auch groß, die Zwiebel. Also, ich würde sagen. Ich würde jetzt vorne hier abschneiden. Mhm. Und dann mache ich jetzt hier eine Hälfte. Ah, ist eigentlich schon scheiße. Naja, gut. Okay, das. Dann mach mal mit den Fingern bitte ein bisschen da den Kladderadatsch weg da. Dass du da nicht den ganzen Schalensud damit in die Zwiebel reinkriegst. Weil du wirst das gleich alles in die Pfanne kippen und dann sehe ich schon, wie die ganze Schale da, die da noch auf dem Brett liegt, damit rein. Ja. Oh, fuck. Ja. Du kannst auch die Hände nehmen. Mach du einfach die äußerste große Schicht, reißt du mit ab. Okay. So. So, jetzt? Du hast natürlich, obwohl du es neulich im Kneipenquiz noch gefragt hast, hast du natürlich jetzt keinen Zwiebelschäler, ne? Nee, stimmt, habe ich natürlich nicht. Nee. Ist nicht schlimm. Dann einfach jetzt mal schön würfeln. Legst du doch einfach auf die flache Seite. Was machst du so auf die flache Seite? Flache Seite! Das ist doch nicht die flache Seite, das ist doch die Rückseite. Nimm doch die große flache Seite. Ja! Und jetzt schniedelst du da richtig durch. Halt das aber fest so ein bisschen, dass die nicht direkt wegkippt. Oh Gott, du hast so Glück, dass das kein Schulfach ist. Ich wollte gerade sagen, du bist offensichtlich ein sehr geduldiger Erzieher. Ja, aber ich stoße an meine Grenzen. Ich muss sagen, nach mehrwöchiger Quarantäne hier nagt das schon auch wirklich an meiner Geduldigkeit. Ja, das war gut. Das machst du doch ganz gut. Man muss ja seine Erwartungen dementsprechend dämpfen. Oh, jetzt wird bei mir hier gebohrt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Naja. Wäre besser gewesen. Ich habe mir zwar noch ein Tutorial angeguckt, aber das war für eine ganze Zwiebel. Für eine halbe hatte ich es natürlich nicht geschaut. Da hätte ich ja nur das halbe Video gucken müssen. Ja, immerhin hast du das gemacht. Okay, ja. Reichlich Würfel, sag ich mal, ne? Okay, pass auf. Wenn du dich gut fühlst mit den Zwiebeln, dann nimmst du mal deine Pfanne und dann erhebst du da mal ein bisschen. Du hast wahrscheinlich jetzt nicht wirklich was zum Braten, ne? Ja, so Brat-Butter-Ding. Ja, dann nimm mal die Butter. Dann machst du mal was in die Pfanne rein. Was brauchen wir denn für eine Pfanne? Eine große? Ja, nimm mal eine schöne, richtig große, weil da kommt ja später auch noch der Blattspinat rein. Hast du eigentlich den Blattspinat dabei? Hast du gar nicht gefolgt, oder? Den? Reicht, ne? Ja, wenn das die größte ist, die du hast, nehmen wir die gerne. Dann machst du halt mal schön Butter rein, machst die mal heiß. Es gibt ja auch so Bratzeug zum Beispiel, wie heißt das? Ghoul? Ja, sowas hier habe ich. Ist keine Schleichwerbung oder so, aber es ist ein Produkt. Ja, Ghee kann ich auch empfehlen zum Braten. Ich glaube, Ghee heißt, wird das, glaube ich, stimmen. Geht auch ganz gut. Olivenöl darf nicht zu heiß werden, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Mach aber nicht zu heiß jetzt, ne?
So mittlere Hitze. Heißt auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, meinst du, ne? Ja, also jetzt mach nicht bitte den Herd auf volle Power, ne? Sonst verbrennt ihr da deine Butter da in der Pfanne. Ja, ich musste den einmal auf 9 stellen, also auf damit die große, weißt du? Ja. Gut. Ja. So. Gut, halbe Zwiebel haben wir. Knoblauch haben wir auch. Und jetzt lässt du das mal schön warm werden. So, jetzt nach dem Zwiebelschneiden erstmal die Augen sauber machen. Ist das okay? Mit den Augen, mit den Fingern richtig rein. Und das ist gut für die Tränensäcke. Das ist wieder ein alter Geheimtipp. Richtig rein und wämsen in die Linse. So, achso, jetzt sehen wir das natürlich gerade. So, Zwiebel haben wir. Kann ich schon noch was machen, während das hier dauert? Naja, wie gesagt, ja, im Prinzip, du kannst vieles machen. Du könntest schon mal die Walnüsse ein bisschen anrichten, dass du dich schon mal ein bisschen schneidest. Du könntest den Blattspinat schon mal waschen. Du könntest den Gorgonzola schon mal so in Würfelchen schneiden. Du könntest schon mal vorbereiten, wie du die Nudeln später kochst. Das ist hoffentlich Blattspinat und nicht. Halt das mal ein bisschen. Ja, nee, Andreas. Also ich meinte schon frischen Blattspinat. Ja, aber Blätter hatten die nur ein Kilo, Nils. Das esse ich doch nicht weg. Mhm. Wir jetzt kriegen es halt eben auch mit gehackten, ja? Ja. Okay. Okay. Du kannst improvisieren. Ich öffne währenddessen schon mal die Walnüsse. Ja, das ist ja Kochen, ist ja auch viel Improvisieren in der Küche. Ja, auf jeden Fall. Fast hauptsächlich. Gut. Ist nicht schlimm. Spinat ist Spinat. Es gibt übrigens sehr viele. Du kannst schon froh sein, dass ich keinen Rahmspinat genommen hatte. Da dachte ich schon, nee, das geht bestimmt nicht. Ja. Nee, das würde nicht funktionieren. Ach, das sind Walnüsse, okay. Ja. Kerne, 30 Gramm. Wie bitte? 30 Gramm brauche ich davon später, ne? Ja, ich habe dir auch so ein bisschen viel gegeben. Jetzt mach mal ein bisschen, mach mal so 7, 8 Gramm. Das müsste das dann sein, ne? Dafür habe ich die Tüte geholt. Nein, hol dir da 4, 5 von diesen Bröckchen da, je nach Bedarf. Die kannst du dann ein bisschen zerkleinern, ein bisschen schreddern. Du kannst die einfach in die Hand nehmen, einmal richtig zudrücken und dann sind die ja auch zerkrümelt. Ja, Limchi Time. Genau. Kannst du. Ja, sieht gut aus. Sollte reichen. Gut. Ja, ne? Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. Ach komm, ich nehme noch einen. Liebe ja Walnüsse, muss ich sagen. Ja, deswegen hast du immer welche im Haus, ne? Ja, immer. So. Okay. Mach mal von dem Spinat vielleicht, also dass du, damit er nicht auftaut, nimm mal so 40 Gramm von diesem Spinat raus und den Rest packst du am besten wieder in die Tiefkühltruhe, weil der soll nicht auftauen. Und dann müsstest du den wegschmeißen, das wäre auch doof. Hast du eine Küchenwaage? Ja gut, also das sind halt so Würfel, ne? Wie viele Würfel brauche ich? Hey. Hast du eine Küchenwaage? Nee. Aber 40 Gramm. Warte mal, ich hab eine 2 Kilo Hantel im Wohnzimmer. Kann man das da irgendwie mit per Dreisatz runterrechnen? Wieso hast du denn eine 2 Kilo Hantel im Wohnzimmer? Die kriegst du doch da nie wieder raus. So, So. Ja, ich mach mal so ein paar Brötchen rein. Ne? Mach mal, wie du meinst. Ich gebe mal dein Körpergefühl, wird 40 Gramm schon irgendwie einschätzen können. Also, oder hast du eine sehr genaue Waage? Nee. So genau nicht. Ich mach den alten Stück Butter, 250 Gramm davon runter. Das geht schon. Also, das wären 40 Gramm für mich. Mach mal so. Was? Na. Also. Warte mal, wie machen wir das? Also ich wollte ja so 40 Gramm haben, 10
mach mal so 8 Würfel, 7, 8 Würfel oder so. Es sind 9. Ja, super, okay. Dann presst in die Tiefkühlkammer. Zu den anderen Leichenteilen. Okay. Wie sieht das mit der Butter aus? Du kannst doch bestimmt jetzt schon die Knoblauch- und Zwiebelbröckchen da rein schleudern, oder? Ja, soll ich das schon machen? Gerne. Okay. Kannst du schon mal anbraten? Ja. Sehen wir das? Ja. Jetzt zischt es hoffentlich gleich. Ja, jetzt fängt da der Spaß an. Knoblauch auch schon, ja, ne? Ja, gerne. Alles rein da. Alles rein. Und jetzt lässt du das mal richtig schön geil anbraten. Mhm. So ein bisschen rühren auch, ne? Also richtig schön so anschwitzen lassen. Ja? Ja, also auf der Pfanne, ne? Also auf dem Herd. Also, ja. Schön so ein bisschen schön anschwitzen. Welche Temperatur hast du da jetzt? Das sind ja wahrscheinlich dann 9 Stufen, ne? Ja, 5. Mhm. Ja. Kommt auch mal. Hättest du 4 gesagt, ne? Ja, nee, eher ein bisschen mehr. Also vielleicht eher 6, aber dann musst du auch schön rühren, damit die ein bisschen anschwitzen. 6, aber dann muss ich auch dabei bleiben, ne? Ja, wie jetzt genau, dass die da jetzt nicht da festbrennen, also ein bisschen anschwitzen lassen. So, und dann kannst du da gleich schon mal, wenn du fertig bist, so ein Viertel Esslöffel Mehl fertig machen. Kannst ein Viertel du mal, Esslöffel? Ja, so ein Viertel Esslöffel würde ich sagen. Und dann kannst du es mal schön mit dem Zwiebeln und dem Knoblauch zusammen so ein bisschen alles mal so schön anschwitzen. Hast du den Wein schon aufgemacht? Nee, darf ich? Ja, darfst du. Machst du mal so 20 Milliliter Wein mit rein. Aber erstmal vielleicht einen mal kurz testen. Ja, unbedingt. Das muss man immer einen halben Liter muss man testen vorher. Sonst klappt das nicht. Nur so für den Geschmack, ne? Ja, und wie ist es? Richtig. Schön. Kann man machen. So 20 Milliliter wollt ihr da jetzt haben? Ja. Wohin? Ja, in die Pfanne halt. Oder möchtest du? Mal schön da reinwensen in die Pfanne, bitte. Das macht man nach Gefühl, ne? Nee, ja, ehrlich gesagt, also ich hatte dir schon gesagt, wie viel ich haben will, ne? War zum Ablöschen, oder? 20 Milliliter. Boah, nicht nach Alkohol. Ja, und jetzt wartest du mal. Jetzt beobachtest du mal die Pfanne und dann musst du mal warten, dass so ungefähr die Hälfte verdunstet ist oder verkocht ist von dem Wein. Boah, okay. Rührst du mal so ein bisschen um, ne? Ja, guckst du mal an. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht so einfach zu sehen. Ja. So, als nächstes brauchen wir gleich die Vollmilch. Wir haben jetzt Milch genommen. Es geht natürlich auch Sahne oder Schmand oder whatever. Aber wie machst du jetzt mit Milch? Was brauchst du? Wie viel brauchen wir von der Milch? Also 90 Milliliter. 90 Milliliter. Ja, wenn es 100 sind, sind es 100. Generös bist du dann jetzt. Wir wollen mal nicht so auf Milli schauen. Ja. Okay. Also so ein Töpfchen hast du auch, so ein Maßbecher. Ja, prima. Achso, ist ja Quatsch, dass ich da Wasser reinmache, ne? Da muss ja nicht. Quatsch, ja. Aber du könntest ja so, Milliliter, also Wasser,
dann machst du mit dem Edding einen Strich, kippst du aus und dann machst du bis zum Strich die Milch rein. So, also machst du so 100 Milliliter. Gut. Ja, ich sehe es ja nicht, aber es sieht ganz gut aus. Dann machst du da mit rein. In den... Das ist eine handelsübliche Bullenmenge, die ich hier abgefüllt habe. Sehr prima. Einfach schön rein. Das heiß genug, zischt das so ein bisschen. Köchelt, ja, jetzt. Hat es Mehl habe ich jetzt noch nicht drin, ne? Doch, unbedingt reinhauen. Unbedingt. Hast du das Mehlzeug noch nicht reingemacht? Nee. Ich dachte, das hast du vorhin schon reingemacht. Oh, ja, okay. Schön rum. Mehl habe ich jetzt schon drin, ne? Ja, ach, war die ganze, doch schon. Hast du dich toll, war schon die ganze Zeit drin. Okay, alles klar. Das machst du gut. Lässt du das mal ein bisschen köcheln, so 5 Minuten. Wollte immer mal, jetzt ist kein Gag, also es ist ein Gag, aber war wirklich so, eine Backshow entwickeln, wo man die Zutatenmenge raten muss. Und die sollte natürlich Mehl oder weniger heißen. Ja. Wurde leider nie gekauft vom Norddeutschen Rundfunk. Stattdessen haben sie die Comeback-Show gemacht, ne? Mit den 6 Ah, ja. So. Okay, jetzt kann ich ein bisschen runterstellen, würde ich gefühlt. Das wird mir hier zu heiß, Nils. Ja, also man kann es doch gerne auf 5 runterstellen. Wenn das jetzt köchelt, ist das ja okay. Okay. Du brauchst natürlich am Anfang schon auch ein bisschen Temperatur, damit das in Gang geht, ne? Ah, da ist jetzt nicht mehr so viel Flüssigkeit drin, ne? Ja, das, dann lass es, ja, das ist natürlich dann schade, also ein bisschen Flüssigkeit sollte da schon irgendwie auch noch... Kann auch ein bisschen Milch nachgießen. Ja... Aber nicht zu viel. Ja, okay. Mhm. So, hast du, dann bereite doch mal parallel auch schon mal einen Topf mit den Nudeln vor. Weil das dauert ja auch, bis die heiß sind. Kannst du auch sonst im Wasserkocher schon mal anstellen, dass du da 1,5 Liter heißes Wasser hast. Das geht halt schneller als im Topf. Okay. Hat jetzt vermutlich nicht die bessere Energiebilanz. Aber... Sollte dort ist leider ein bisschen verkalkt, weil normalerweise nehme ich auf Arbeit immer mal so eine Kalktablette mit, aber komme ich ja jetzt nicht hin. Geht jetzt nicht mehr, ne? Ja, kein Problem. Also gar kein Problem. Also, ich weiß nicht, wie viel Flüssigkeit, ist da genug Flüssigkeit drin? Alle kurze Biale hätte voll zu tun. Ja, das ist halt dann auch so. So langsam müsstest du dann auch mal die Gorgonzola da reinbröckeln. Hast du den schon geschnitten, den Gorgonzola? Nee. Nee, ist nicht schlimm. Das geht ja schnell. Dann machst du jetzt mal. Ja. Den brauchst ich sag mal, ich auch nicht komplett. Der war ja für 40 Gramm Gorgonzola kannst du da mal so rein. Wie viel? 40 Gramm so. 50 Gramm? 40. Kannst du auch 40, ja, siehst du ja nicht. Nicht mach mal 40. Wenn du 50 machst, machst du 50. So, was hat der hier? 125 Gramm. Gut. Na, machst du die Hälfte, dann kannst du 125 Gramm. Ja, ist leider Pyramidenform, das ist doch wieder was für dich hier. Ja. Okay. Ne, schön ein bisschen würfeln. Streifen oder komplett? Also der schmilzt, ja. Von daher ist die Formel, die du schneidest, egal. Es geht darum, dass du es kleiner machst, damit es da schneller... Also schmeiß ich den so rein? Nee, bitte mach den mal kleiner. Weil der Wasserkocher wird gleich laut und dann verstehe ich gar nichts mehr. Ja, würfel den mal. Also wie auch immer du den kleiner machst, du kannst ihn auch Tetraederform oder so. Hauptsache ein bisschen kleiner, damit er gleich sich gut in die Soße integriert. Und dann reinbremsen da. Rein damit? Ja, alles rein. Und dann soll der schön schmelzen. Und dann kannst du auch anfangen, schon mal so ein bisschen die Gewürze zu machen. Also Salz, Pfeffer rein, ein bisschen was von dem Muskat. Wenn du ganz kinky bist, kannst du da auch Zitronensaft reinträufeln. Okay, Andreas, war schön. Ja, ich habe noch keine andere Steckdose, scheiße. Du musst auch ein bisschen Auge auf die Soße haben.
Das ist nicht gut, das ist trocken. Das ist zu wenig Flüssigkeit, ich brauche mehr Milch. Ja, mach mal ein bisschen Weißwein und ein bisschen Milch noch mit rein. Aber warum? Doch zu hoch, ich sag's dir. 5 ist noch zu hoch. Ja. Naja, obwohl. Ja. Geht. Geht. Das passt schon alles, das ist schon okay. Dann kannst du es auch, wie gesagt, dann noch ein bisschen würzen. Mach nicht zu viel Gewürze rein am Anfang, weil... Ich mach mal kurz Was? So. Genau, also achte gleich beim Würzen drauf, dass du nicht zu viel am Anfang nimmst, weil der Gorgonzola sehr viel Würze mit reinbringt. Nicht, dass du es dir versalzt. Okay? Mhm. Also ordentlich Salz, ne? Ja, alles, was du hast. Ich geh noch mal los, hol noch mal mehr Salz. Ja, alles, was du hast, bitte reinbremsen. Und dann kannst du auch den Spinat dann schon untermischen. Der ist jetzt ja gefroren. Deswegen wird das eh nochmal jetzt eine andere Nummer. Soll ich den fast untermischen? Oder soll ich den untermischen? Ja, was? War das? Ich hab's nicht ganz. Ja, hau einfach rein. So, sieht man das? Leider. Normalerweise, guck mal, wenn du jetzt so frischen Spinat nimmst, Andreas, ne? Ja. Dann hast du da so ein richtiges Blätterwerk und das köchelst du dann in der Soße mit ein, dann wird das ganz klein. Und dann hast du ja diesen typischen Blattspinat-Look. Ja, also ich dachte auch vorhin, ob ich mir aus dieser 1-Kilo-Tüte so 4 Blätter in die Tasche stecke, damit ich die am Ende auf den Teller legen kann. Ja, nee, so funktioniert. Also das sieht schon immer total viel aus mit diesem Blattspinat, weil der natürlich dann wie Laub ist. Aber wenn du den so einköchelst, verliert er halt massiv an Masse. So. Logischerweise. Jetzt sieht es ein bisschen aus, als hätte der Hund wieder Gras gefressen, ne? Ja, und dann auch ausgekackt. Ja. Um jetzt so. Wie sieht das aus mit den. Das Nudelwasser köchelt schon, oder? Das musst du natürlich auch salzen, das Nudelwasser, ne? Ja, das habe ich schon ein bisschen gemacht, ja. Guck mal, das dauert noch ein bisschen. Viele Leute machen zu wenig Salz rein, weil die glauben, dass man muss Salz sparen. Nee, na, muss man eigentlich nicht. Nicht zu geizig auch sein mit dem Salz. Ja. Da einfach noch ein bisschen Gorgonzola dazu mache? Nee, ist zu geschmacksintensiv dann, ne? Nee, ich würde kein Gorgonzola mehr, das ist, glaube ich, schön. Würde ich auch nicht, nee. So. Sag mal, der Wein ist schon verdunstet, das geht auch gar nicht. Das ist ja ein Ding. Ja, dann füll mal schön nach. Ne? So. Wie sieht das Werk? Kann ich mal die Pfanne nochmal irgendwie sehen? Was... Ist das denn jetzt noch, hat das noch einen soßigen Charakter auch oder ist das jetzt schon alles? Bisschen breiig, aber wir sind noch da, wir haben den Kampf noch nicht aufgegeben. Okay, ja, der Spinat muss ja auch erstmal. Der bringt natürlich nochmal ein bisschen Wasser mit in die Runde, aber ob das reicht? Was kippst du da noch rein? Der bringt nochmal ein bisschen Wasser mit, der Salat, der Spinat. Ja, der bringt ein Eigenwasser noch ein bisschen mit. Das verdunstet aber recht schnell. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auf die Nudeln warten, nehme ich an. Die sind schon da, die sind gerade gekommen. Ja, dann lass sie rein. Aber jetzt haben wir nur für eine Portion gekocht, leider. So. Ja, hast du schon portioniert, die Dinger, oder was? Nee, das sind noch Reste. Sind noch so schöne 100 Gramm sind es. Ja, gut, wenn dir das reicht, dann musst du ja die neue Packung gar nicht mehr anbrechen. Es ist ja auch super viel Soße da. Ja, die Soße ist ja natürlich auch der Geschmacksträger, ne? Ja. Gut, ich mache ja mal volle Pulle. Ja, die musst du auf 9 machen, da jetzt auf jeden Fall am besten den Deckel drauf, solange es noch nicht kocht, bitte. Dann geht das schneller. Das ist es. Wenn du den noch irgendwo hast. Den Unterschied, schön. Und hatte das schon gekocht im Wasserkocher?
Weil dann müsste es jetzt schnell sehen, aber ich muss es dann vorzeitig beenden, aus dem Grund, weil ich dich sonst gar nicht mehr gehört hätte. Da das ja immer noch offensichtlich Helikopterrotoren sind, die da drin hängen. Ja. Im herkömmlichen AEG-Wasserkocher. Ja, ist leider noch kein Öl-Wasserkocher. Die sind teilweise echt vergriffen. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal Spinat gegessen habe. Ich glaube mit 8 oder so. What? Spinat ist mega. Es gibt Rahmspinat, es gibt Blattspinat, es gibt Spinat. Also, wie kann man dann mit Spinat, wie kann man auf Spinat verzichten? Welch kariges, ereignisfreies Leben führst du denn bitte ohne Spinat? Wurdest du übrigens nicht propagandistisch beeinflusst durch Popeye? Ja, Popeye fand ich natürlich cool, aber sonst ist ja auch nicht gerne Olivia. Ja. So, wie sieht das aus? Die Soße sollte dann, wenn sie dann irgendwann fertig ist, du musst sie abschmecken auch mal zwischendurch. Und wenn du sie halt ewig auf der Pfanne lässt, dann ist jede Flüssigkeit raus, ne? Du musst mal probieren und dann so würzen. Hast du da schon Gewürze reingemacht? Muskat, Salz, Pfeffer? Gar nichts. War nichts. Okay, jetzt soll ich sagen, vorher, ne? Vorm Abschmecken. Ja, genau. Aber dann sei am Anfang ein bisschen bescheiden ruhig aus. Also nicht zu viel Muskat auf jeden Fall. Nicht zu viel. Nee, gar nicht. Ist auch zu wenig. Also die muss ich noch aufmachen. Weil frisches Muskat, es sieht aus wie so eine Nuss. Die kannst du da so reinreiben eigentlich. Und du hast es natürlich schon gerieben, ist für faule Leute, ist das auch völlig in Ordnung. So, was machen wir da rein? So? Ja, träufel mal. Vorsichtig, so ein, zwei. Ja. Wenn da was rauskam, reicht das schon. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel rauskam. Pfeffer und Salz ein bisschen. Ja, ordentlich. Ja, ein bisschen Salz. Ne? Wie gesagt, denk dran, das ist die große Öffnung, da musst du vorsichtig sein. Es ist schwierig zu dosieren, in dieser Mäuseecke da. Ja, gut, jetzt pack die Nummer langsam an. Ne? Also. Ja, nee, hast du runtergestellt hoffentlich, oder? Auf 1 oder 2. Ja, habe ich jetzt, ja. Das war nur am Anfang zum Anschwitzen. Du brauchst die Pfanne, das ist Flüssigkeit, ne? Das, wenn das einmal heiß ist, kannst du es auf 1 runterstellen oder so. Das bleibt mir am Kochen. Da hatte ich wahrscheinlich gerade Musik laufen im Hintergrund. Jetzt mache ich die Nudeln rein. Ja, wie lange brauchen die, was steht auf Verpackung? Es gibt ja unterschiedliche, manche brauchen 7, 8, andere 10, 11. 7 Minuten, 5-7 Minuten, 8 Minuten. Oh. 8 Minuten, okay. Mach sie nicht zu schlabberig, der Italiener macht sie al dente, ne? Ich werfe die gleich gegen die Wand. Und die danach schmeckt, die ist gut, ne? Okay, ja. So, zeig mal die Soße bitte. Ich befürchte, also wenn die wirklich die Pfanne die ganze Zeit auf 5 oder 6 und so weiter. Oh. Ja. Stell mal ganz runter, bitte. Ist schon auf 1 jetzt. Komplett aus? Ja, mach mal aus. Die Pfanne heizt ja, also die ist ja noch heißer. Die Pfanne. Ah, ja. Also ist da noch eine Form von Flüssigkeit vorhanden oder ist es nur noch jetzt ein Brocken? Bisschen breiig. Ich würde da vielleicht noch mal ein bisschen mit Milch nachhelfen. Ja. Streckst, ja, mach das gerne, aber das muss natürlich dann auch heiß werden, ne? Also dann rühr das schön unter. Richtig nochmal schön verrühren, vermischen. Hast du es denn probiert? Nee, noch gar nicht heute. Nimm nochmal einen Löffel da und ich koste das jetzt mal. Schmeck das gleich mal ab. Aber wenn sie noch lang genug kocht, dann brauche ich gar nichts mehr probieren. Dann ist sie weg. Ja, eben. Koste mal. Ja, doch. Zeig mal. Nicht wie Muskat. Wie lange ist die Wirkung bei Muskat? Man stirbt recht schnell. Innerhalb von 36 Stunden hat man sich zu Tode gekrampft. Mit Weißwein dauert es noch länger allerdings. Mach mal, guck mal, kann ich mal die Pfanne sehen, bitte? Ja, gerne sogar. Mal ein bisschen Schärfe ziehen. Ja. Mal, kommt's? Ja. Ja, ist doch gut. Dann lass das jetzt bitte Herdplatte aus, ne? Und dann kannst du mal ein wenig zurückstellen. Aber bloß nicht mehr jetzt Hitze zufügen irgendwie. Und dann haben wir jetzt noch die paar Minuten bis die Nudeln. Dann kannst du ja schon mal einen Teller rausholen und Besteck und das Sieb schon mal in dein, wie nennt sich das?
Ausguss? Ja. Ausfluss? Wie heißt nochmal dieses Auffangbecken für Wasser, was man in der Küche hat, wo der Wasserhahn auch ist? Die Spüle. Ja, genau. Kannst du schon mal ein Sieb in die Spüle packen, da kannst du gleich dann das Nudelwasser reinkippen. Und dann packst du da die Nudeln, dann, wenn sie gut sind, auf dem Teller und dann die Soße da oben drauf. Ach so, jetzt verstehe ich's. Machen gar keinen Wildschweinbraten, ne? Das ist schon das Gericht. Verstehe. Mach mal ein bisschen Platz hier, ja? Mhm. So. Ach ja. Gut, Soße. Ja, Nudeln brauchen noch 2 Minütchen, 3 Minütchen, habe ich so ein Gefühl, brauchen die Nudeln noch. Ja, das ist so, das reicht doch. Aber vielleicht auch einmal die Nudeln einmal so umrühren, dass sie sich so im Wasser auch wohlfühlen. Man darf nie am selben Ort verharren. Die Nudel ist ein Bewegungsnahrungsmittel. Ja, das heißt, ich muss jetzt auch keinen Wirbel da erzeugen. Achso, die Walnüsse noch. Was machen wir damit? Die kommen, ja, die kannst du am Ende oben drauf sträufeln. Die musst du da nicht mit reinschmeißen. Falls du übrigens mal die Tage Bock hast und vorbeikommen willst, Nils, ich habe noch ein paar Walnüsse da. Du, wenn das für dich Anlass ist, Leute einzuladen während der gesellschaftlich geordneten Isolation, mache ich das natürlich selbstverständlich. Gut. Hast du alles vorbereitet? Übrigens, auf meinem Instagram-Kanal, das habe ich schon zwischendurch auch mal vergessen. Wahrscheinlich hat man nur meinen Hinterkopf gesehen, aber ich hoffe, man hat auch ein bisschen Pfanne und Nudeln gesehen. Das will ich hoffen. So, naja. Zeigen die Nudeln. Ja, ich weiß nicht, ob die schon fertig sein können. Die knacken, glaube ich, noch ein bisschen im Mund. Also vielleicht können wir irgendwie die Soße noch mal ein bisschen soßiger machen. Kann ich noch mal sehen? Wein noch rein? Was? Wein noch rein? Ja, ich mach mal einen Schuss Wein noch. Und vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen Milch, sodass es ein bisschen soßig ist. Das sah aus wie Dinner for One, ehrlich gesagt. Aber ist es auch. Oh ja. Und dann. Aber es geht schon. Verspielt sich, bekommen wir nicht mehr raus. Alles gut. Schön umrühren. So. Ja. Boah, eine gute Idee, Nils. Können wir nochmal einen Blick drauf werfen? Das ist ja so ein bisschen wie so ein Nekromant gerade, was du mit deinem Essen machst, ne? Also eigentlich sind wir alle eigentlich erst schon längst tot und die ersten Verwesungsmaßnahmen wurden ergriffen von der Natur und dann kommt so ein Nekromant und sagt, nee, ich schmeiß noch mal ein bisschen Wein und Milch da mit rein und dann lebt das schon. Nekromant, Wein und Milch für alle. Ne, so sind wir gerade unterwegs. Aber ist nicht schlimm. Hauptsache, es macht satt. Das war ja früher so, als die Menschheit noch ums Überleben kämpfen musste, da ging es darum, dass man genug Proteine, Vitamine und so weiter in den Körper kriegt. Und erst als der Mensch angefangen hat, so dekadent zu werden, da haben die angefangen zu sagen, okay, Essen muss auch irgendwie lecker sein und abwechslungsreich und so. Und was wir eigentlich machen ist, und das ist ja auch ein Trend, wir gehen zurück zur Natur, indem wir einfach Sachen in uns reinschaufeln, die den Zweck des Überlebens erfüllen. Ne? Gerade in diesen Zeiten, auf jeden Fall. Es wird, glaube ich, die Zivilisation wird wieder zurückgehen zur Nekromantie. Ja. Auch noch ein bisschen, sage ich ganz ehrlich. Ist ja nicht so schlimm. Ich bin gerade auf Sendung, aber ich komme dann gleich, okay? So, schon mal ein bisschen aufräumen, ne? So, ja, eine Packung Zwiebeln ist ja auch immer schon so ein Commitment, Nils, ne? So 8 Zwiebeln muss man ja erstmal wegkriegen. Oder hast du die in der Woche weg? Die kannst du Nachbarn schenken oder Leute damit aus dem Fenster beschmeißen oder so. Die sind auch vielfältig einsetzbar. Ja.
Wie sieht das aus? Koste nochmal. Ja, koste mal. Hörst du mich noch? Ja. Ja. Gut aus? Warte mal. Lösch die mal. Was? Ich würde sagen, die sind gut. Okay, warte. Guck mal kurz. Nein. Okay. So, ja, Nudeln ist wahrscheinlich der einfachste Part, ne? Ich liebe auch den Besenstiel da in der Ecke. Er hat selbst schon mehr Staub angesetzt wahrscheinlich als der Rest der Wohnung. Ja, das sieht gut aus. Die jetzt schön auf den Teller rauf. Dann klatschst du da den Brocken Soße obendrauf. Webcam-Kabel liegt über die Herdplatten, falls ihr euch wundert, wo das Feuer gleich herkommt. Oh, guck mal, der Part mit den Nudeln sieht schon mal sehr gut aus. Ja, guck mal, Andreas, ich meine, wir beide haben schon Schlimmeres erschaffen als das. Wahrscheinlich sogar innerhalb dieser Woche. Ja. Aber hattest du die Soße nochmal abgeschmeckt dann auch? Soße? Nee, ne? Sogar abgeschmeckt? Soße? Ja. Aber jetzt wollen wir auch alle sehen, wie du das isst. Nee, so warte, ich mache Walnüsse jetzt noch drüber, ne? Ja, Walnüsse oben drüber, ja. Träufelst du so ein bisschen. Nach Gefühl. Da machst du so viel, wie du Bock drauf hast, ne? Das musst jetzt. Kannst du ja auch nachträufeln. Ja, das sieht prima aus. Und jetzt möchte ich, dass du das auch aufisst. Ich würde halt ins Esszimmer gehen fürs Essen. Ist für euch blöd, aber meine Güte. Aber da bist du ja so lange unterwegs. Ja, das stimmt. So, wir gucken nochmal. That's ja. It. Sag nochmal das Gericht, Nils. Ja, das ist Penne mit Spinat und Gorgonzola. Ja, zweimal. Also, ist das? War es mal. Sollte es sein? Da. Bin ich mal gespannt. Ich will dein Gesicht sehen dabei. Authentisch. Mhm. Ach doch. Ach doch. Ja, ist gut. Ich kann essen. Nudeln sind wirklich auf dem Punkt. Ja. Auf dem Punkt. Und dann kannst du da auch schön dann immer so eine Walnuss mit auf die Gabel tun und das zusammen genießen. Mm. Kann man essen. Bisschen mehr Salz, aber ich bin auch so ein Salzfreak. Ja. Ist gut. Ja? Ja, man merkt, du isst mehr als du müsstest. Also dann isst das doch ruhig auf. Weil ich habe auch einfach mega Hunger. Ich hatte ja gehofft, dass ich dir den Hunger komplett vertreibe mit dieser Sendung, aber es ist wirklich gut geworden. Oh, das freut mich. Und würdest du das auch für dich selber nochmal machen? Ich meine, du hast jetzt ja noch ordentlich Portion übrig. Du könntest ich muss ja die ganze nächste Woche das offensichtlich essen. Ja, halt echt. Also, ich meine, der Spinat ist eingefroren. Der Gorgonzola hält natürlich nicht ewig. Jetzt ist er auch geöffnet. Aber der Rest, den kannst du ja auch eine Weile ruhig benutzen. Milch hast du wahrscheinlich eh immer da. Also, wenn es mit den Walnüssen geht, gibt es das ganz 2020 durchgehend, würde ich sagen. Oder? Ja. Die Walnüsse aufgebraucht haben. Nee, ist gut. Ist wirklich lecker. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich mag eigentlich nicht so Spinat. Habe wirklich ewig nicht mehr gegessen. Gut, Mascarpone haben wir gar nicht gebraucht, fällt mir gerade ein. Aber so viele Sachen, die ich noch nicht hier hatte, aber es ist echt ganz lecker. Also, kann ich mich nicht beschweren. Aber isst du es denn jetzt noch komplett auf, oder? Doch, ja doch. Ich kann es auch noch weiter essen, so ist es nicht. Das ist hier eine Kochshow, mein Freund. Da muss man auch am Ende... Nee. Aber wie du auch so im Stehen, so richtig wie in so einem schlechten Imbiss, wo man sieht, ich muss gleich hier auf den Bauch, ich hau mir nochmal eine Wurst in die Hand rein und dann...
setz dich doch mal, das ist halt italienisches Essen vom italienischen Hochadel sozusagen ja, in die Gesellschaft gebracht. Und du, ja, genau, nicht wie so ein Bauarbeiter oder so. Ja, du machst immer kultiviert, am besten eine Serviette auf den Schoß. Ja. Wieso hast du keine Notes an der Tafel? Hast du die frisch abgewischt? Da gibt's nur eine. Oh, das ist dein Herzchen. Ja. Herzchenmann. Ich hatte da mal ein paar Tage lang Notes, aber dann waren das so Notes, von denen ich nicht wollte, dass alle Leute die sehen, und dann habe ich es gelassen. Also no notes. No notes. Nee, ist wirklich lecker. Schade, dass es momentan keine Nudeln gibt in Deutschland, sonst würde ich sagen, kocht das einfach nach. Halt echt, oder? Also im Prinzip das, was du da isst, hat einen ziemlich hohen Gegenwert, ehrlich gesagt. Du frisst ein richtiges Vermögen. Ja, ne, eigentlich Quatsch, das so wegzuessen, ich denn. Das hättest du verkaufen können. Du kannst es eigentlich, wieso nicht den, verkauf's doch einfach. Mach doch. Wieso nicht? Ich meine, stopp auf zu essen. Nein, aber du kannst doch wirklich so ein, in welchem Stock wohnst du denn? Erdgeschoss. Ja, perfekt, machst ein Fenster auf, stellst ein Schild drauf, hast doch schon so eine Tafel da, schreibst drauf hier, Penne Spinat Gorgonzola, 42 Euro pro Portion, und dann aus dem Fenster raus servierst du das. Problem ist, unter mir ist eine Tiefgarage. Das heißt, alle, die da rein wollen, müssten mit dem Auto kommen. Ist eher so ein Drive-Thru dann. Alter, ist ja noch besser. Wie so ein McDrive. Wenn Leute, die dann so ein Dach oben haben, so ein offenes, so Schiebedach oder so, oder Cabrio, dann kannst du das dann mit so einer Schnur so richtig dann da so rein. Was ist da? Achso, ich dachte, du machst jetzt Fernsehen an. Guckst du? Ja, genau. Ja, nee, jetzt rede mal weiter. Ich guck Welt. Ja. So, ich würde sagen, wie ist denn Zeit hier auch? Naja, ihr könnt natürlich, liebe Zuschauer, wenn euch das gefallen hat, das gerne in den Kommentaren auch veräußern und äußern, nicht veräußern, veräußern mache ich gleich, und sagen, wen ihr da vielleicht auch mal sehen wollt in diesem Format, wen ihr am Herz sehen wollt, wen ihr per Videocall sehen wollt. Vielleicht drehen wir den Spieß ja auch nochmal um. Und ich lasse Nils was Schönes kochen. Schreib es gerne in die Kommentare, wenn dich das gefallen hat. Wie war es für dich jetzt? Ist es komisch für dich dann, weil du bist ja da, aber irgendwie dann doch nicht. Wolltest du irgendwie mal an den Herd springen und sagen, jetzt mache ich das Kind, oder wie war es? Ach, du hast das ganz gut gemacht. Das ist natürlich auch schwierig so, wenn man komplett sich darauf einstellt, das eigene Denken auszuschalten und nur auf Befehle zu reagieren. Das macht es natürlich auch ungleich schwieriger, so, weil dein, wie gesagt, dein Eigenantrieb dann ist so ausgeschaltet. Deswegen denkst du vielleicht auch nicht an so Sachen wie, ich schalte mal den Herd eben runter. Von daher, es ist für uns alle eine neue Situation. Und ich denke, wir können mit dem Endergebnis echt relativ zufrieden sein. Mhm. So. Würde ich auch sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich dachte nicht, dass es mir so schmeckt. Aber das hast du sehr gut gekocht, Nils, also mit mir als Marionette natürlich, aber im Prinzip war es ja dein Spirit und deine Anweisungen, die hier zum Ergebnis geführt haben, und eine halbe Flasche Wein, würde ich mal sagen. Naja, nee, so schön ist nicht. Drittel. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's für heute, lieber Nils. Ja, vielen Dank, Andreas, für die Einladung zum Essen. Stimmt, das ist, so nah sind wir in der Essenseinladung noch nie gekommen. Ich lade dich offiziell nach Corona ein. Ja. Essen wir mal zusammen. So. Das nehme ich an, diese Einladung. Aber nicht, wenn du kommst. Das ist, glaube ich, das, was wir heute hier mitnehmen. Ja. Ja, vielen Dank, Nils, für das Rezept und fürs Kochen, liebe Zuschauer. Wie gesagt, lasst euer Feedback gerne da. Schreibt mal so in die Kommentare, wen ihr vielleicht hier gerne sehen wollt, was ihr für Gerichte gerne sehen wollt. Ja. Und das war's für heute mit Hallo Homeoffice. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.